Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in den Parfümerie Becker Damen-Adventskalender. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Für 79,99 wird uns ein Warenwert von 350 Euro versprochen. Und ja, die sind alle ganz schön teuer geworden, muss ich wirklich sagen. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt hier drin finden dürfen. Die sehen alle gleich aus, deswegen habe ich einen anderen in den Hintergrund gestellt und den werde ich vor mich legen. Ist das nicht fuchsig? Und genau, zeitgleich mit meinem Video geht auch das von der lieben Nicole von Chiquitas Place online für eine zweite Meinung. Schaut super gerne mal bei ihr vorbei. Und solltest auch du Teil der Crew hier werden wollen, abonniere doch super gerne meinen Kanal und begleite mich auf meiner kleinen, aber feinen Beauty-Reise. Ich glaube, das wird auch ziemlich funny, wenn ich irgendwie gefühlt viermal das gleiche Thumbnail hochlade, ne? Wenigstens gucke ich darauf ein bisschen anders. Okay, so, dieser Adventskalender war letztes Jahr richtig krass. Mal gucken, ob er jetzt oberkrass ist, weil der kostet ja, keine Ahnung, 30 Euro mehr oder so. Wir starten die wilde Reise am 1. Dezember. Und ja, wir haben alle vier bestellt und ihr seht alle vier diese heute. Okay, hiermit habe ich nicht gerechnet, bin ich ehrlich. Ritual of Sakura, das ist das Home Perfume mit 50 Millilitern. Reismilch und Kirschblüte sind hier die Duftkomponenten. Ich persönlich mag den Duft sehr gerne in der Bodycare, also in dem Bodypeeling, in dem Duschschaum, in der Bodycream. Aber ich mag es nicht als Raumduft oder als Kerze leider. Da kriege ich echt Kopfschmerzen von. Ist mir ein bisschen zu pudrig, aber irgendwie cool, dass es drin ist. Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir solche Marken hier drin finden. Aber Nicole hat mich eben schon am Telefon gespoilert. Wir sind ja echt, also... Wir haben unsere kleine Adventskalender-Selbsthilfegruppe gegründet und ab und an telefonieren wir halt auch sehr eindringlich miteinander, weil wir uns gegenseitig halt sehr gut verstehen können, was gerade so abgeht. Und da hat sie schon gesagt, dass der Adventskalender nicht ohne sein soll. Am 2. Dezember haben wir etwas drin, was sehr, sehr groß ist. Oh Gott! Okay, wir haben hier Clinique drin enthalten und zwar in einer Größe von 15 Millilitern. Das ist dieses Moisture Surge 100 Stunden Auto Replenishing Hydrator. Das ist eine super milde, super angenehme und super universell verwendbare Gesichtscreme. Die ist ein bisschen, ja, gelig, würde ich sagen. Ne? Ich glaube, die ist auch auf Wasserbasis, das ist immer so das Ding. Und das heißt, die ist geeignet für sensible Haut, für trockene Haut, wenn man die morgens zum Beispiel verwendet, für ölige Haut, für Mischhaut. Ne, weil das halt nicht so krass reichhaltig ist, da werden sich viele drüber freuen. Ihr könnt mir übrigens auch immer super gerne auf Instagram oder so, wenn ihr Adventskalender findet, die interessant sein könnten, einfach die Links oder die Screenshots schicken, dass ich mir das dann auch nochmal angucken kann. Selbstverständlich auch mit dabei ist hier die Nummer 3, die ist sehr leicht. Hier ist ein kleines Tübchen drin, Elizabeth Arden, Retinol and HPR, ein Ceramide. Oh ja, es ist Gesichtscreme hinter Gesichtscreme. Das ist blöd. Rapid Skin Renewing Water Cream mit 5 Millilitern. Ne? Es ist, wie gesagt, eine Gesichtscreme hinter einer Gesichtscreme. Finde ich immer ein bisschen schade verteilt. Und ja, aber Ceramide finde ich super in Kombination mit Retinol. Würde ich dann abends verwenden, weil Retinole, hier oben mal ein Wirkstoffvideo verlinkt. Da könnt ihr euch ein bisschen was über die Top-Inhaltsstoffe anhören und die ungeschminkte Wahrheit meines Gesichtes entdecken. genau, Retinol ist nämlich so ein bisschen leicht peelend und Ceramide sind super beruhigend. Also das in Kombination mega gut zum Einstieg ins Retinol-Game. Auch bei diesem Adventskalender haben wir hier eine riesige Nummer 4 und die ist wirklich auch schwer. Ja, das haben die bei den Männern auch ganz witzig gemacht, ne? Gut, hier hast du ein Biotherm-Set einfach drin. Bitte was? Da sind verschiedene Sachen in einem Kläppchen. Okay, krass, Leute. Wir haben hier vier Produkte plus die Tasche drin. Als erstes habe ich hier das Hyaluron Plump Gel Aqua Source drin. Das ist ein Moisturizer, also auch wieder eine Feuchtigkeitscreme, es sei ihr verziehen. 5 Milliliter sind hier drin. Das ist super gut geeignet für ölige oder Mischhaut. Ne? Das ist nämlich halt einfach von der Textur her super leicht. Dann haben wir hier die Body Cream, die ja, Le Corporel, L'Original. Das ist die Anti-Drying Body Milk. 48 Stunden Feuchtigkeit, 40 Milliliter sind hier drin. Mensch, reden. Für mich persönlich ist es ein bisschen zu zitrisch, aber viele lieben das genauso. Dann haben wir das Live Plankton Elixier von Biotherm mit 5 Milliliter. Drin. Das ist ein Serum und das ist halt auch ein sehr schönes, reparierendes und leicht anti-aging machendes Serum. Hyaluronsäure, Vitamin C haben wir mit dabei und ja, ne? Hatte ich schon mal ausprobiert, war nicht ganz so mein Vibe. Und dann habe ich hier die richtig nice Geschichte von Biotherm, Water Lover Sun Milk mit Lichtschutzfaktor 30. 40 Milliliter sind hier drin und ich finde es immer großartig, wenn Adventskalender auch Lichtschutzfaktor enthalten, weil auch im Winter, Leute, sollte man
man den Schutzfaktor tragen, sei es beim Skifahren oder generell, wenn man draußen ist. Der 5. Dezember. Michael Kors Parfum. Ach schön, ein Eau de Parfum mit 5 Millilitern. Auch in diesem Adventskalender dürfen wir Miniaturen finden, auch wenn es einen kompletten eigenen Miniaturen-Adventskalender gibt. Das hört sich, also das fühlt sich für mich auch richtig gut an und es halt, hat nicht so diesen Geizigkeitsfaktor, um das mal so zu sagen. Ja, ich sammle selber keine Miniaturen, ich gebe die immer weiter, aber mache damit jemand anderen sehr heiter. Und in dem Parfüm-Adventskalender, was der ja quasi heute Morgen online gekommen ist, verlose ich auch schon den ersten. Also das war jetzt irgendwie gefühlt jeden Tag wie Heiligabend, so ein bisschen. Egal, wir sind jetzt hier und machen mal den 6. Dezember auf. Das ist Nikolaus. Da sind zwei Sachen drin. Da haben wir einmal von Biotherm Biocorp Antibam Body Serum mit 50 Millilitern. Also ein Körperpeeling steht hier drauf, um das, womit? Wahrscheinlich ein chemisches Peeling oder so. Für eine neue Oberfläche steht da nämlich irgendwie mit am Start. Aha, da muss ich mal gucken. Also man sollte sich dann nicht, also nicht im Gesicht anwenden und sich auch nicht in der Sonne aufhalten. Und wenn man das verwendet, sollte man danach einen Sonnenschutz von Lichtschutzfaktor 30 verwenden. Das macht auf jeden Fall Sinn. Der war ja auch kurz vorher noch mit drin. Okay, das riecht nach nichts. Warum rieche ich hier gerade an allem? Man weiß es nicht. Glycerin. Milchsäure ist hier drin. Siehste, das ist eine super milde Säureart. Genau, quasi pH. Ne? Leichtes Peeling für den Körper. Dann habe ich hier auch noch mit dem Kläppchen Annemarie Berlin mit drin. Natto-Kollagen Boost, ein Gesichtsfluid, 5 Milliliter. Ich sag mal so, wenn solche Gesichtsprodukte quasi mit einem anderen Produkt mit drin sind, dann zähle ich das auch nicht als Doppelung. Irgendwie. Obwohl das halt schon echt die dritte Gesichtscreme ist, ne? Vierte. Ja. Der 7. Dezember. Auch hier ist wieder richtig was am Start. Leute. Okay, Déclaré Age Control Collagen and Elastin Booster. Das ist ein Serum, 15 Milliliter. Das soll entsprechend straffen. Also hier hast du auf jeden Fall einen schönen Slow Aging Adventskalender. Das kannst du nicht anders sagen. Hier hast du die Wirkstoffe en masse drin. Dann haben wir hier auch noch das Shiseido Ginza als Probe drin. Das ist aber okay. Das sind 0,8 Milliliter. Finde ich okay in Kombination halt mit den anderen Sachen, die hier noch mit drin enthalten sind. Da beschwere ich mich wirklich gar nicht. Ich habe auch schon sogar mal überlegt, ob ich mal einen Parfümproben-Adventskalender verlose. Habe mich dagegen entschieden. Ich gebe dann einfach immer diese Parfümproben in Verlosungsboxen so generell mit weiter. Ne? Genau, das ist einmal das hier. Ich glaube, das ist ein relativ würziger Duft. Und dann haben wir hier auch noch mit drin, du darfst nicht vergessen, 79,99 Adventskalender. Shiseido, da haben wir einmal diese Augenmaske drin enthalten. Die hatten wir auch schon in viel, viel teureren Adventskalendern. Und die sind halt riesig, ne? Die gehen halt wirklich bis auf die Wange runter. Und die sind wirklich toll. Ich mag die. Ich habe die schon verwendet. Gut, ob die Nummer 8 jetzt noch mehr macht, dass es kracht? Ja. Ne? Estee Lauder Daywear Multi Protection Antioxidant Sheer Tint Release Moisturizer Lichtschutzfaktor 15. 30 Milliliter sind hier drin. Also haben die hiervon einfach mal eine Originalgröße in den Adventskalender gegeben. Das ist abgefahren, Leute. Der hat wirklich einen leichten Tint mit dabei. Damit sehe ich leider ein bisschen orange aus. Also Oompa Loompa lässt grüßen. Das ist dann nicht ganz so meine Farbe. Aber ich weiß, dass viele das hier sehr, sehr gerne verwenden. Wow. In der Nummer 9 dürfen wir uns über irgendetwas Schwereres freuen. Oh ja, Lancaster, unser Golden Tan Maximizer. Das verlängert quasi die Bräune um einen Monat. Das heißt, ist jetzt kein Selbstbräuner, glaube ich. Ne? Das ist nach der Sonne aufzutragen und da sind 50 Milliliter drin. Habe ich damals relativ häufig verwendet und dieses Jahr irgendwie so gar nicht. In der Nummer 10 darf es auch sehr prall gefüllt weitergehen. Oh, das ist auch praktisch. Crystal Glow, ein Nagellack von Garde mit 13 Millilitern. Also das ist halt wirklich ein ganz klassisch roter Nagellack. Unerwartet, aber positiv überrascht. Der 11. Dezember ist auch schon wieder so schwer. Die erste Schnapszahl. Also die haben sich hier echt ausgelassen. Hier hast du zwei Produkte drin von Clarins. Da habe ich auch den Adventskalender bestellt übrigens. Das ist einmal Hand and Nail Treatment Balm, also quasi für die Hände, ne? Mit 30 Millilitern einmal hier am Start. So schaut das Schätzelein aus. Und wir haben hier nochmal ein Hand and Nail Treatment Cream. Achso, einmal ist es der Balm und das hier ist die Cream mit 30 Millilitern. Ja gut, wenn sie es in ein Kläppchen packen, dann ist es in Ordnung, dass man zwei Handcremes hat. Das kann man auch gut gebrauchen. Vor allem jetzt auch so in Kombination mit dem Nagellack. Das ist übrigens die Farbe 342 Honeymoon gewesen. Und
Handcremes genauso wie Lippenpflege kann man im Winter echt gut gebrauchen, finde ich. Halbzeit, der 12. Dezember. Also mich schafft dieser Adventskalender wirklich, weil die haben richtig rausgehauen. Hier haben die einfach mal 3 reingepackt von Dior. Hallo. Wahrscheinlich, damit sich bloß keiner beschwert, weil die Sachen teilweise klein sind. Aber hier ist ein Lippenstift schon mal drin. Couleur Couture Soin Floral Long Tenu. Das ist ein Couture Color Lipstick Floral Lip Care Longwear 100 Nude Look mit 1,5 Gramm. Einfach mal ein Dior Lippi hier drin, Leute. Das finde ich total super. Ich bin so baff von diesem Adventskalender. Das muss ich euch wirklich an dieser Stelle sagen, ne? Das ist ja mal krass. Der ist halt super, super hell. Machst du einen dunklen Lip Liner drumherum, dann sieht es richtig abgefahren aus. Dann haben wir auch noch das Dior Forever Skin Glow, ein 24 Stunden Wear Radiant Foundation Produkt. Ach du ahnst es nicht, 2,7 Milliliter, 1N Neutral Glow. Könnte passen. Könnte passen, Leute. Also ich weiß ja nicht. Foundation in Adventskalender finde ich nicht gut, ne? Aber das ist ja nicht alleine hier drin. Das darf man nicht vergessen. Finde ich richtig geil. Wow. Wirklich. Also es ist halt ein kleines Typchen, ne? Ich finde es gut, auch wenn das echt nicht so wirklich shade-inclusive ist. Ne? Und dann habe ich das Capture Total Le Serum. Oh, 5 Milliliter. Ich glaube, das habe ich letztens, als wir auf dem Mädels-Trip waren, aufgebraucht und fand das sehr gut. Aber das hat halt seinen Preis. Ne? Das ist halt ein sehr teures Produkt, aber hier ist es halt wieder mit drin und ich freue mich da sehr drüber. Ich glaube, ich hatte das von Emmy nämlich mal gekriegt als kleine Probe. Wow, das ist ein krasses Kläppchen gewesen hier. Wow, wow. Und es ist generell die Halbzeit, die ist wow ohne Ende. Also das macht einfach Spaß, ne? Der 13. Dezember enthält was von Estee Lauder und zwar die Day Wear Eye Cooling Antioxidant Moisture Gel Cream 3 Milliliter, also eine Augencreme von Estee Lauder mit 3 Millilitern. Finde ich okay im Adventskalender. Da wird wahrscheinlich auch irgendwie was mit Koffein oder so mit drin sein. Und ja, so schaut sie aus. Eine kleine süße Creme, finde ich sehr travel-friendly, der 14. Dezember. Noch was an Rituals. The Ritual of Ayurveda Balancing Body Cream. Die habe ich ja auch die ganze Zeit gerochen, muss ich gestehen. Indian Rose and Sweet Almond Oil, 70 Milliliter. Ist die Lieblingsreihe von meiner Schwiegermama in Spe. Ja. Und die Body Creams von Rituals sind halt super reichhaltig. Und sehr, sehr nice, dass es hier mit drin ist. Das ist ja richtig cool. 2 Rituals-Produkte, Leute. Der 15. Dezember ist ein bisschen leichter, aber das heißt bei diesem Adventskalender ja wirklich nichts. Das Advanced Genifique von Lancôme Concentré Activateur de Blub, ein Youth Activating Concentrate mit 7 Millilitern ist ein Klassiker in diesem Adventskalender. Habe ich auch aktuell unten in meinem Badezimmerschrank. Das ist einfach ein sehr schönes Vitamin C Serum von Lancôme, was ich sehr empfehlen kann, so morgens anzuwenden. Ne? Gibt eine schöne Strahlkraft und dadurch wirkt das Hautbild dann natürlich etwas jugendlicher. Der 16. Dezember ist hier auch wieder eine kleinere Box, aber wir haben hier drin etwas richtig Krasses und zwar von Lancôme auch das Advanced Genifique, aber das Yeux Light Pearl Concentré. Das ist das Eye & Lash Concentrate, 5 Milliliter sind hier drin. Das ist halt auch für die Wimpern gut geeignet, weil du hier Öle mit drin hast. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie explizit krass zum Wimpernwachstum, dass hier irgendwie Hormone drin wären oder so. Nee, das ist ein Wimpernwachstumsserum eben durch die ölige Geschichte. Ich mache es sowieso so, dass wenn ich mir Augencreme aufgebe und ich weiß, dass da halt irgendwelche Öle drin sind, dass ich mir das halt auch direkt auf die Wimpern gebe, ne? Vor allem abends. 17. Eine Woche vor Heiligabend. Die habe ich jetzt hier in meinen Händen. Clarins hat sich hier mit einem Micellenwasser niedergelassen. Das Cleansing Micella Water mit irgendwas alpinischem und Lemon Balm Extracts. Okay, 50 Milliliter sind hier drin. Ich persönlich würde es als ersten Schritt vom Double Cleansing verwenden, weil das eigentlich ganz gut so das Make-up anlöst. Ne? Vor allem auch so Mascara, Augen-Make-up und dann später halt nochmal mit klarem Wasser und auch mit so einem aufschäumenden Reiniger drüber zu gehen, um wirklich alles nochmal runterzukriegen. Finde ich sehr, sehr schön, dass hier auch was zum Abschminken mit drin ist. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Hier habe ich jetzt den 18. Dezember. Auch hier wieder 2 Produkte drin. Das ist von Dr. Eckstein. Ja, Eckstein. Alles muss versteckt sein. Hydra Silk Turmeric Supreme Facial Cream. 20 Milliliter haben wir hier drin. Die Marke sagt mir nicht so viel, aber ich meine sie auch schon mal in den Händen gehalten zu haben. Warum rieche ich dran? Es wird nach nichts riechen. Und den Hydra Silk Turmeric Balsam Facial Balm.
20 Milliliter. Ich glaube, das ist dann eher so für den Abend und das für den Morgen, kann ich mir so vorstellen. Weiß ich nicht. Wäre so von meinem, ne? Sind halt zwei Gesichtscremes. Aber halt auch wirklich, das ist, nee, krass. Der Balsam ist ein leichter Tagesbalsam, steht hier drauf. Und das hier ist die pflegende Nachtcreme. Also genau umgekehrt. Wow, die Weihnachtswoche gestaltet sich sehr schön, denn hier ist der 19. Dezember und ich gehe von einer Miniatur aus. Ja, das ist das Idol von Lancôme und zwar als Eau de Parfum Nectar. Das ist eine relativ neue Version davon mit 5 Millilitern. Das Idol ist ein Parfum, was ein bisschen Kopfschmerzpotenzial bei mir auslöst, weil es doch relativ pudrig und schwer ist. Und das Nektar hat dann noch so ein bisschen diesen Hauch von Floral mit dabei. Also das ist nochmal ein bisschen blumiger, auch ein Hauch fruchtiger, ein bisschen mehr mein Vibe, glaube ich. Schauen wir mal weiter, was der 20. Dezember uns so bieten möchte. Herzlich willkommen im 20er Bereich. Es sind schon wieder zwei Sachen drin. Marlies Möller, Mensch, was machst du denn mit mir? Shampoo und Conditioner von dem Marine Moisture. Und Energy and Bounce soll das geben, für alle Haartypen geeignet. Jeweils 30 Milliliter sind hier drin enthalten. Das finde ich so großartig. Und ich sage es nochmal, aktuell 79,99, heftig. Ich glaube, die hatten letztes Jahr dann auch nochmal die ganzen Adventskalender wieder reingebracht und die Preise stark erhöht, weil die gemerkt haben, wie groß der Ansturm war, nachdem die YouTuber ihre Videos hochgeladen haben. Läuft, ne? Und jetzt haben sie halt gesehen, das ist halt sehr, sehr stark begehrt. Aber angeschrieben für eine Kooperation hat mich keiner. Der 21. Dezember ist jetzt hier. Naja, so ist das manchmal, ne? Kommt man mit klar. Hier habe ich einen Glastiegel drin. Nee, doch nicht. Das sieht nur nach Glas aus und fühlt sich auch ein bisschen wie Glas an. Easy. Juvia Shower habe ich hier mit 50 Millilitern. Das schaut einmal so aus, sagt mir gar nichts, aber ein Duschgel für die Frauen ist auch mal ganz nice. Die Männer wurden damit zugeschüttet und die Frauen haben jetzt erst eins bekommen. Okay. Die zweite und letzte Schnapszahl, der 22. Dezember ist jetzt hier. Da habe ich auch einen Klassiker drin von Lancôme La Vie Est Belle. Das ist eine Bodylotion mit 50 Millilitern. Hier muss man manchmal ein bisschen aufpassen, denn die hat manchmal, je nachdem welche Version das ist, aber ich glaube, die hat es auch, so ein bisschen Schimmer mit drin. Der Tag vor Heiligabend ist jetzt hier der 23. Dezember. Sehr gut gefüllt. Das ist von Clinique, das Moisture Surge Lip. Sehr schön. Hydro Plump Treatment. Mensch, 10 Milliliter haben wir hier drin. Das dürfte, glaube ich, auch eine Originalgröße sein, oder irre ich mich da? Also halt einfach ein Lippenpflegeprodukt, würde ich es nennen. Ein Lippenprodukt, ja. Genau, ja. Schön. Mag ich sehr, sehr gerne. Und sowas würde ich mir dann ans Bett legen oder halt in meinen Spiegelschrank, ne? Das ist nice. Und Clinique ist wirklich so hautverträglich. Ich mag Clinique, ne? Das ist schon eine schöne Marke. Wirbeln wir die Trommeln für den 24. Dezember. Die ist sehr schwer. Ich glaube, hier sind auch wieder mehrere drin. Nee, oder? Escada Fragrances. Ist hier ein Duft drin? In so einer kleinen, süßen, versteckten Geschichte. Nee, sind es nicht. Okay, ja gut. Das wäre jetzt schön gewesen. Ich habe echt gedacht, Mensch, das wäre jetzt mal was, ne? Nee, hier ist von Rituals einmal das Ritual of Karma Soul Shimmering Body Oil drin enthalten. Da haben wir einmal 30 Milliliter drin. Ja, hat man öfters mal irgendwie in Adventskalendern oder halt auch generell so mal mit dabei. Ich persönlich verwende es jetzt nicht mehr so sehr. Ich kann das auch nicht so gut auf den Beinen haben, weil das dann so glitschig ist. Und dann haben wir von Sensai die Glowing Base am Start mit 2 Millilitern. Lichtschutzfaktor 10, ich glaube, das ist ein Primer, oder? Ja, Make-up-Primer. Feiere ich persönlich sehr. Ich sage es immer wieder, liebe Adventskalendermenschen, packt bitte in eure Adventskalender Primer rein, wenn ihr Make-up reinpacken möchtet, weil das macht durchaus Sinn. Das könnte aber auch als Highlighter durchgehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist tatsächlich hier unten auch aus Glas. Das ist ja Wahnsinn, Leute. Das sind 2 Milliliter. Okay, und das kann man so rausschütten. Sehr interessant. Da ist auch nicht viel drin, ne? Werde ich ausprobieren. Natürlich schauen wir uns hierzu auch noch die Deluxe-Version an, aber ich finde, dass der hier schon richtig abgeht. Also auch verglichen mit vielen, vielen anderen Adventskalendern, die es so gibt. Er ist super pflegelastig und wenn du jetzt nicht unbedingt Team Blassnase bist, dann hast du hier auch nicht so wirklich viel Spaß mit der Foundation, mit dem Lippenstift oder auch mit dem Highlighter-Schrägstrich, mit dem Primer, der hier mit drin enthalten ist. Schön finde ich, dass die hier auch sehr bekannte und tolle Marken reingepackt haben und dass die sehr wahrscheinlich auch einen krassen Warenwert hier raushauen. Also 350 Euro waren angekündigt. Geben. Mal gucken, ob sie ihn erreichen. Ich werde es nachrechnen. Wie findet ihr den? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, da können wir uns gerne austauschen. Und ja,
Der hat schon mal vorgelegt, ne? Und den werde ich jetzt gleich auspacken. Das ist die Deluxe-Variante. Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Wenn es dir hier gefallen hat, wäre ein Däumchen, ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.